Hallo, ich bin Adrian Nägel und ich freue mich sehr, kurz Architects for Future vorzustellen und über unsere 10 Forderungen auch inhaltlich in das Thema einzusteigen. Ich werde die Themen alle nur kurz anreißen können. Bei Fragen scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen. Auf unserer Homepage findet ihr die Kontaktmöglichkeiten. Starten wir mit den Hard Facts. Auch wenn es vielen bestimmt schon bewusst ist, wir können es nicht oft genug wiederholen. Der Bau- und Gebäudesektor ist der größte Klimakiller und Ressourcenfresser und er nimmt der Biodiversität schlicht den Platz weg. Denn der Bau und Betrieb von Gebäuden verursacht rund 40% aller CO2-Emissionen. Das ist mehr als jeder andere Sektor. Und der Bausektor hat eben nicht nur ein massives Klima, sondern auch ein Ressourcen- und Abfallproblem. In Deutschland bauen wir für die Ewigkeit, reißen aber im Durchschnitt nach 30 oder 40 Jahren wieder ab. Mehr als die Hälfte unseres Müllaufkommens geht auf den Bausektor zurück. Gleichzeitig bauen wir dann wieder neu, mit neuen Materialien. 90% aller mineralischen, das heißt nicht nachwachsenden Rohstoffe, werden im Bausektor verbraucht. Aber nicht nur die Rohstoffe verbrauchen wir, als gäbe es unendlich viel. Täglich werden in Deutschland 52 Hektar als neue Verkehrs- und Siedlungsfläche ausgewiesen. Das sind täglich 70 Fußballfelder. Davon wird rund die Hälfte versiegelt. In Zeiten, in denen wir Entsiegelung zur Klimaanpassung bräuchten, damit unsere Lebensräume widerstandsfähiger mit Starkregenereignissen und Hitzewellen umgehen können, machen wir uns freiwillig jeden Tag vulnerabler. Wir bauen, als gäbe es keinen Morgen. Tatsächlich gibt es aber planetare Grenzen. Rohstoffe werden jetzt schon knapp und das Ende des CO2-Budgets für die 1,5-Grad-Grenze ist absehbar. Bei linearer Reduktion hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen gesagt, 2032. Die Bundesregierung will dieses Budget überziehen, denn das Klimaschutzgesetz zielt auf Klimaneutralität 2045. Und die Aufweichung der Sektorenziele macht die Erreichung dieser eh schon ungenügenden Zielmarke doppelt fragwürdig. Das Thema ist nicht neu und ich möchte Sie weder langweilen noch so viel Angst und Verzweiflung mitgeben, dass Sie in Schockstarre geraten. Schon in den 70ern warnte der Club of Rome vor der Klimakrise. Seitdem gibt es viele Versuche und Beispielprojekte, die längst zeigen, dass es anders geht und auch wie. Es gibt schon einen Haufen guter Lösungsansätze. Trotzdem passiert viel zu wenig und viel zu langsam. Es reicht nicht, das Klimaproblem auf die Verantwortung Einzelner abzuschieben. Natürlich ist jede und jeder aufgefordert zu tun, was geht, aber es braucht jetzt gemeinsam zielgerichtetes Handeln und die Rahmenbedingungen für die nötige Transformation. Für die Umsetzung braucht es eine gute, von Zettelwirtschaft und Überbürokratie befreite Verwaltung. Für all das braucht es Druck aus der Zivilgesellschaft. Es braucht die starke Lobby, ein starkes Netzwerk, in dem sich ausgetauscht, Wissen geteilt werden kann und die großen Akteure in Politik und Medien und Wirtschaft erreicht werden, damit sich auch die großen Hebel in Politik und Wirtschaft endlich umlegen. Deshalb haben sich 2019 die Architects for Future gegründet. Architects for Future stehen, wie der Name schon sagt, solidarisch mit der For Future Klimabewegung, die sich in Deutschland inzwischen aus über 40 Initiativen zusammensetzt, um gemeinsam für die Pariser Klimaschutzziele einzutreten. Architects for Future Aktive setzen sich ehrenamtlich auf verschiedenen Wegen für einen nachhaltigen, klima- und sozialgerechten Wandel der Baubranche ein. Wir sind nicht ausschließlich Architektinnen, sondern auch Innenarchitektinnen, Menschen aus dem Ingenieurwesen, Handwerk, den Hochschulen, der Projektentwicklung oder Bauwirtschaft und auch aus Stadtplanung und Verwaltung, aus allen Bereichen, die sich mit dem Bauen beschäftigen. Wir arbeiten deutschlandweit in zahlreichen Themengruppen und aktuell in rund 45 Ortsgruppen auf lokaler Ebene. Unsere Arbeit ist grob in 3 Schwerpunktbereiche gegliedert: Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk und Wissensverbreitung. Unsere große Stärke ist das breit gefächerte Architects for Future Schwarmwissen, einfach durch Erfahrung aus den verschiedensten Berufsgruppen. Wir stehen in Kontakt mit den verschiedenen Verbänden und der Politik, strecken langsam auch unsere Fühler in Richtung Industrie und Wirtschaft aus, legen aber auch einen klaren Fokus darauf, zu einem die Kolleginnen mitzunehmen und zum anderen die Breite der Gesellschaft außerhalb der Branche zu erreichen. Denn die Klimakrise und Ressourcenknappheit betrifft uns alle und die Baubranche muss ihren Beitrag leisten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, aber die Zeit ist kurz. Hier eine Auswahl der aktuellen und vergangenen Projekte und Aktionen.
Alle 2 Monate findet ein deutschlandweites Onboarding statt. Termine und Links dazu gibt es auf unserer Website. Ich möchte hier nur kurz auf den Entwurf der Musterumbauordnung durch Architecture Future verweisen und darauf, dass wir im letzten Dezember eine Stellungnahme zur Novellierung der NVO verfassen durften, in der wesentliche Punkte des Entwurfs der Musterumbauordnung vorkommen. Hoffentlich wird der Entwurf jetzt nicht noch verwässert und hoffentlich folgen die anderen Bundesländer dann schnell. Soviel zu Architects for Future. Zum Kontext: starke Nachhaltigkeit ist kein nice to have. Objektiv war sie das sowieso noch nie. Aber inzwischen gibt es auch gesetzliche und finanzpolitische Tatsachen zu beachten. Das Ziel, innerhalb der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben, ist in Paris beschlossen und ratifizierter Fakt. In der nationalen Gesetzgebung hat die Bundesregierung nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung im Klimaschutzgesetz Klimaneutralität bis 2045 festgeschrieben. 2020, 2021 und 2022 hat der Gebäudesektor die darin geforderten Einsparungen nicht erreicht. Die EU-Taxonomie fordert von großen Immobilienfirmen eine Einhaltung der ESG-Kriterien, Environment, Social, Governance. Dabei geht es darum, Unternehmen und Finanzprodukte nach ihrer Nachhaltigkeit zu kategorisieren. Bei der Immobilienfinanzierung spielt Nachhaltigkeit also inzwischen eine Rolle. Nachhaltigkeit ist also für Planende bald nicht mehr eine Zusatzqualifikation, sondern es wird schnell zu einer Grundlage, die von Investorinnen erwartet wird. Wenn wir jetzt nicht handeln und beginnen, anders zu bauen, werden wir weder die Klimaziele erreichen, noch die ESG-Kriterien erfüllen können und laufen Gefahr, 2045 alles sanieren zu müssen, was wir jetzt noch herkömmlich bauen. Das Mantra bauen, bauen, bauen und höher, schneller, weiter ist heute weder zeitgemäß noch zukunftsfähig. Wir können uns das schlichtweg nicht mehr leisten. Wir haushalten über unser Budget. Wir können nicht mehr so weiterbauen, als gäbe es kein Morgen. Wie kann der notwendige Wandel also gelingen? Damit wir jetzt endlich vom Reden ins Handeln kommen, braucht es alle. Starke Nachhaltigkeit muss das neue Normal sein und damit Grundlage jeden Projektes, jeder Planung, jeder Ausschreibung und jeden Fachbereichs. Jeder sollte das tun, was im Rahmen ihrer oder seiner Möglichkeiten liegt. Aber wir brauchen auch ein deutliches Zeichen aus der gesamten Baubranche, die der Baupolitik Mut macht, die Hebel so umzulegen, dass nachhaltiges Bauen endlich raus aus der Nische kommt, kein nice to have mehr ist, sondern das neue Normal wird und damit Grundlage jeden Projektes, jeder Planung und jeden Fachbereichs. Welche Grundsätze es hierbei zu setzen gilt, dafür haben wir 10 Vorschläge gemacht und unsere Forderungen an Baubranche, Baupolitik und Bauwirtschaft innerhalb der letzten 2 Jahre komplett überarbeitet. Hier eine kurze Übersicht unserer 10 neuen Forderungen, auf die ich jetzt im Einzelnen eingehen werde. Die erste Forderung ist: überdenkt Bedarfe. Eine lebenswerte Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen zu gestalten, fängt bei der Frage an, was wir für ein gutes Leben wirklich brauchen. Was reicht aus? Das ist die Frage nach der Suffizienz. Was ist genug? Woher genau leite ich einen Bedarf ab? Habe ich zum Beispiel wirklich den Bedarf an einem PKW oder vor allem ein Bedürfnis nach Mobilität? Gibt es den Bedarf für ein Trampolin in jedem einzelnen Familiengarten? Oder nicht vielmehr ein Spielbedürfnis, dem eigentlich besser begegnet würde, wenn sich die Kids in der Nachbarschaft die Spielgeräte teilen und sich dort auch treffen können? Gibt es einen Neubaubedarf an Einfamilienhäusern oder nicht zunächst eine Nachfrage nach einer Wohnform für einen Lebensabschnitt, die bereits fertig gebaut zigtausendfach in der Landschaft herumsteht, bewohnt allerdings von Menschen in anderen Lebensabschnitten oder gar völlig verwaist? Bei weiter steigenden individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen reichen verbesserte technische Lösungen nicht aus, um Ressourcen wirksam einzusparen und gerecht einzusetzen. Als Beispiel: aktuell steigt die Wohnfläche pro Kopf kontinuierlich an. Dafür versiegeln wir immer mehr Fläche, bauen immer weiter, obwohl die Bevölkerung in Deutschland eigentlich rückläufig ist. Es stehen jetzt schon Ortskerne leer, während rundherum neue Einfamilienhäuser entstehen, der sogenannte Donut-Effekt. In einer Welt mit endlichen Ressourcen und endlicher Fläche klingt das nicht nur absurd, das ist es auch. Wenn wir dann noch weiter einen Blick auf den demografischen Wandel werfen und die Pyramide, stellen wir fest, aktuell wohnen noch viele Babyboomer, also sehr viele Menschen, in den
Einfamilienhäusern oder in großen Wohnungen, die eigentlich für ihre Familien gebaut worden sind, während aber gleichzeitig auch schon und noch immer suchend ihre Kinder, also die Kinder der Babyboomer, in großen Wohnungen wohnen und große Wohnungen suchen für ihre eigenen Familien. Bald ist dieser Bedarf aber nicht mehr da. Es kommen nicht mehr so viele Familien nach. Die zweite Forderung ist, hinterfragt abrisskritisch. Der Hauptanteil des Rohstoffverbrauchs und des Müllaufkommens in Deutschland entstehen durch Bau- und Abrisstätigkeiten. Allein 10% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland entstehen durch die Herstellung, Errichtung und Entsorgung von Gebäuden und Bauprodukten. Wenn abgerissen wird, dann werden die Baumaterialien meist nicht weiterverwendet oder gleichwertig recycelt, sondern landen als Schutt auf Halden, in den Verbrennungsöfen oder als Beigabe im Straßenbau. Stattdessen bauen wir erneut Rohstoffe ab, oft unter zweifelhaften Bedingungen, transportieren sie häufig einmal um den Globus und bauen dann von Null wieder neu auf. Häufig sogar dieselbe Nutzung an derselben Stelle. Wenn wir heute über nachhaltiges Bauen sprechen, geht es meist nur um die Energieeffizienz in der Nutzungsphase. Den Rest lassen wir oft außer Acht. Wenn wir die graue Energie und die grauen Emissionen aber mit betrachten, sind Sanierungen im Vergleich zu Abriss und Neubau, also Ersatzneubau, fast ausnahmslos zu bevorzugen. Das Problem hierbei, Abriss ist in der aktuellen Musterbauordnung, also der Vorlage für die Landesbauordnung, in den meisten Fällen genehmigungsfrei. Hier gibt es Handlungsbedarf, deshalb fordern wir zumindest einen temporären Abrissstopp. Und ein Umdenken hin zur Wertschätzung, zum liebevollen Umgang der Weiterentwicklung des Bestandes. Wir unterstützen deshalb auch das Abrissmoratorium, das eine Abrissgenehmigung unter der Maßgabe des Gemeinwohls, also der Prüfung der sozialen und ökologischen Umweltwirkungen, fordert. Die dritte Forderung beschleunigt die Energiewende. Eine extrem wichtige Komponente, um den Gebäudebestand klimaneutral zu bekommen, ist die Energiewende. Sie wurde ja diesen Sommer sehr heiß diskutiert, leider in den wenigsten Fällen wirklich mit Fachwissen und konstruktiv. Tatsächlich dämmen wir, weil wir fossil heizen. Besonders der Bestand ist ein Hemmschuh auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir müssen ihn dämmen, Dachflächen mit PV und Gründach belegen. Und dennoch, wir werden mehr Energie verbrauchen, als die Gebäude erzeugen. Also brauchen wir schnellstmöglich klimaneutrale Energie. Hier spielen Fern- und Nahwärmenetze eine zentrale Rolle. Nicht jedes Haus braucht eine eigene Wärmepumpe, die weder die Industrie so schnell produzieren kann, noch die Fachkräfte da sind, die sie einbauen können. Sondern Quartierslösungen in unterschiedlichen Dimensionen. Aber Vorsicht, auch klimaneutrale Energie ist absehbar ein extrem knappes Gut. Lasst uns unbedingt sparsam damit umgehen. Die Sanierungsrate muss parallel unbedingt steigen, und zwar von aktuell unter 1 auf inzwischen weit über 4, damit wir die Klimaziele noch erreichen können. Energiewende hin oder her, wir müssen beides tun. Den Energiebedarf minimieren und ihn klimaneutral decken. Wenn wir nämlich schauen, woraus unser Gebäudebestand sich bis 2030 zusammensetzen wird, sehen wir, dass 92% Bestandsbauten sein werden und nur 8% relativ neu gebaut. Diese Neubauten sind wärmewendetechnisch nicht ausschlaggebend. Sie werden uns nicht retten. Solange sie nicht klimaneutral sind, erhöhen sie sogar jedes Jahr den absoluten Primärenergieverbrauch. Übrigens, auch nicht die 3% Denkmäler, bei denen so oft befürchtet wird, dass sie nun totsaniert werden, um die geht es tatsächlich gar nicht. Es geht um die fast 90% Bestandsbauten, die schnell und sinnvoll saniert werden müssen, um klimaneutral werden zu können. Auch im Hinblick auf die fehlenden Fachkräfte im Bauen. Lasst sie uns dort einsetzen, wo wir sie wirklich brauchen, im Bestand. Die vierte Forderung entwerft zukunftsfähige Qualitäten. Zukunftsfähiges Entwerfen bedeutet, dass kommende Generationen Gebäude und Städte noch lange wertschätzen und weiter nutzen können. Dafür brauchen wir eine neu definierte Umbaukultur mit funktionalen und gestalterischen Qualitäten und einem sozialen, ökologischen und ökonomischen Mehrwert. Dass zukunftsfähige Qualitäten nicht berücksichtigt werden, hat viele Ursachen und erzeugt vielfältige Probleme. Oftmals wird Bestehendes nicht erhalten, weil es schwer möglich erscheint, oder nicht gewünscht ist, die schon vorhandenen Strukturen weiterzuentwickeln. Viele Gebäude haben nur eine Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten. Monofunktionale Quartiere fördern soziale Spaltung.
Verkehrsaufkommen und Segregation. Die oftmals vorherrschende Zielsetzung, so schnell und so billig wie möglich zu bauen, lässt langfristige Mehrwerte und Umweltfolgen außer Acht und generiert so langfristig auf die Gesellschaft umgelegte Kosten. Wir brauchen lebenswerte und identitätsstiftende Räume und hierfür eine dauerhafte Wertschätzung. Zukünftiges Entwerfen zeichnet sich konkret zum Beispiel durch eine Umsetzung der Stadt der kurzen Wege aus, durch verkehrsberuhigte Bereiche und autofreie Innenstädte, Flächen, Grundrisse und Gebäude, die vielfältige Nutzungen zulassen, einer inspirierenden Architektursprache sowie Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Dies kann dazu beitragen, dass sich verschiedenste Menschen in diesen Räumen langfristig sicher, wohl und wertgeschätzt fühlen. Hierfür gilt es vor allem, das vorhandene Potenzial im Bestand zu nutzen. Durch Umnutzung, Aufstockung, Ausbau, Leerstandsnutzung geht es oft schneller, Wohnraum in den Ballungsräumen zu schaffen und kann kostengünstiger sein und ist in jedem Fall sozial und ökologisch verträglicher. Und ohne weiteren Flächenverbrauch, ohne neue Infrastrukturbedarfe, mit kürzeren Wegen, ohne Entmietung. Laut dem Pestel-Institut Hannover und der TU Darmstadt gibt es zurzeit ein Potenzial von rund 4,3 Millionen Wohneinheiten im Bestand. Da passen zehnmal die 400.000 neuen Wohnungen rein, von denen Frau Geiwitz die ganze Zeit spricht. Also, was bedeutet das? Das neue Bauen heißt nicht mehr neu bauen. Denn bei allen Bemühungen zur Rohstoffeinsparung, zur Energieeffizienz im Betrieb, der größte Klima- und Ressourcenhebel liegt darin, die graue Energie und die grauen Emissionen zu wahren und das zu halten, was bereits steht. Sprich, nicht abzureißen, sondern den Bestand weiterzuentwickeln, weiterzunutzen und somit seine Lebensdauer zu verlängern. Es braucht eine Loslösung vom Architekturtraum repräsentativer Großprojekte hin zur zukunftstauglichen, wertschätzenden Sanierung. Zurück zu den Forderungen. Die fünfte Forderung ist konstruiert, kreislauffähig und klimapositiv. Klar ist, auch wenn es Klima- und Ressourcentechnik notwendig wäre, wird es nicht ab morgen zu einem Neubaustopp kommen. Und natürlich wird es auch Projekte geben, die aus sozialen oder sogar aus ökologischen Gründen sinnvoll sind, noch gebaut zu werden. Diese aber müssen dann den höchsten Anforderungen genügen und kreislaufgerecht und klimapositiv sein. Für diesen Kreislauf gibt es zwei Idealbilder von Kreisläufen, den biologischen und den technischen. Die konventionelle Konstruktion ist verschwenderisch linear, manchmal inzwischen in Abwärtsspiralen organisiert, meint, ein Produkt verliert über die Nutzung seinen Wert. Hiervon profitiert vor allem die produzierende Industrie. Bleiben die Stoffe dagegen im Kreislauf, profitieren die, die die Produkte aufarbeiten und wir alle, weil die Produkte ja nicht an Wert verlieren. Aber vor allem verbrauchen wir unendlich viel weniger Ressourcen und die ist ja bekanntlich knapp. Es gilt Reduktion vor Weiterverwendung, vor Wiederverwendung, vor Entsorgung. Aktuell fehlen uns noch die Regularien, um sicher mit Sekundärbaustoffen arbeiten zu können. Aber der Gebäuderessourcenpass, in dem erfasst wird, was überhaupt in einem Gebäude verbaut ist, ist ein erster Anfang, der unbedingt umgesetzt werden muss. Auch muss der Einsatz von Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen, besonders für Dämmstoffe, erleichtert und am Stand der Technik orientiert werden. Jedes Material sollte dabei dafür eingesetzt werden, wo es ideal geeignet ist. Beispielsweise Holz zur Konstruktion eher als in der Fläche. Dafür können dann eher Stroh, Hanf und Lehm eingesetzt werden. Regionale Produkte, die ausreichend verfügbar sind. Hier liegt die Chance, Gebäude zum CO2-Speicher werden zu lassen, was sich beispielsweise bei einem steigenden CO2-Preis, der kommen wird, kostensparend auswirken wird. Die sechste Forderung fördert eine gesunde, gebaute Umwelt. Wir brauchen unbedingt ein gesundes Wohn- und Arbeitsumfeld. Aktuell verbauen wir zahlreiche Materialien, die Chemikalien wie Lösungsmittel, Weichmacher, Brandhemmer enthalten. Diese gasen über einen sehr langen Zeitraum Bestandteile in die Raumluft aus und vermischen sich zu einem absolut unbekannten Schadstoffcocktail. In Mitteleuropa verbringen wir etwa 90% unserer Lebenszeit in Innenräumen und sind somit unausweichlich allen Giften der Baustoffe und schlechter Luftqualität ausgesetzt.
Da macht es schon einen Unterschied, ob die Materialien und Farben um uns herum natürlichen Ursprungs, atmungsaktiv, feuchte, ausgleichend und schadstofffrei sind. Mit nachwachsenden, biobasierten Baustoffen liegt man da schon mal richtig. Das ist ein weiterer Pluspunkt des nachhaltigen Bauens. Keine Schadstoffbelastung. Gesunde Räume, gesunde Luft, angenehme Raumatmosphäre, weniger Schimmel, weniger Ärger, weniger Sanierungsbedarf. Ich bin mir sicher, dass auch Sie etwas Gutes produzieren und keinen Sondermüll hinterlassen wollen. Aber wer weiß schon genau, was wir so verbauen. Also Obacht bei der Materialwahl. Die siebte Forderung stärkt die Klimaresilienz. Da wir heute schon mit den Folgen der Klimakrise umgehen müssen, müssen wir auch das schon Gebaute entsprechend anpassen und überarbeiten. Unsere Kommunen, Städte und Gebäude sind nicht auf den Klimawandel und damit verbundene Extremwetterereignisse wie Hochwasser, Starkregen, Stürme oder Hitzewellen vorbereitet, die nicht nur häufiger, sondern auch stärker werden. Das Reagieren darauf muss zwingend zur Planungsgrundlage für das Bauen der Zukunft werden. Klimaresilientes Bauen bedeutet, unsere gebaute Umwelt so umzugestalten, dass Leben und Wohlbefinden von Menschen auch bei Extremwetterlagen gesichert sind, sowie ökologische, ökonomische und soziale Schäden möglichst verhindert und eingedämmt werden. Das heißt, auch in der Stadt- und Regionalplanung wird es Veränderungen geben müssen, um die Städte und Regionen klimaresilienter zu machen. Schon heute leiden Städte und Regionen unter Hitzewellen und Starkregenereignissen und sind damit überfordert. Wie auch bei der Wahl der Materialien geht es hier auch um die Gesundheit der BewohnerInnen. Schon heute bezahlen Menschen mit ihrem Leben für den Status quo und das nicht nur in fernen Ländern, sondern auch hier in überhitzten Städten und überfluteten Regionen. Allein im letzten Sommer hat Deutschland über 10.000 Hitzetote zu verzeichnen gehabt. Fassadenbegrünung ist nicht nur ein guter Mikroklimaschützer, sondern auch ein Hitzeschutz im Sommer und ein Wärmepolster im Winter. Die Selbstverständlichkeit, mit der parkender Verkehr in den Städten Flächen für sich in Anspruch nimmt, müssen wir hinterfragen und hier den ÖPNV stärken. Dass wir die versiegelten Flächen zurückbauen und entsiegeln können, um unser Mikroklima zu kühlen. Autos sind zusätzliche Heizungen im Stadtraum. Die achte Forderung: Erhaltet und schafft Raum für Biodiversität. Statt der Vernichtung von Naturräumen durch Baumaßnahmen gilt es beim Bauen proaktiv, die Tier- und Pflanzenwelt zu fördern und zu schützen. Alle Baubeteiligten übernehmen Verantwortung, dass die für die Menschen lebenswichtige Artenvielfalt nicht weiter zerstört wird. Neben dem Klimawandel die größte Bedrohung für die menschliche Existenz. Mit der Naturzerstörung durch An- und Abbau von Rohstoffen für Bauprodukte, Versiegelung durch Gebäude, Frei- und Verkehrsflächen und der daraus verursachten Zerschneidung von Naturräumen geht ein großer Artenverlust einher. Neben der bereits besprochenen Wohnfläche verbrauchen wir immer mehr Siedlungsfläche, also die Fläche für Gebäude, Gärten und Sportanlagen und so weiter. Also Flächen, die dann weder der Landwirtschaft noch der Natur zur Verfügung stehen. In einer Handvoll Erde leben 8 Millionen Lebewesen, deren Lebensraum wir beim Versiegeln einfach zerstören. Beim Bauen und Umbauen müssen wir deshalb nicht mehr versiegeln, sondern neben Grün und Blau auch Räume für Vögel, Fledermäuse, Insekten und andere Tiere mitplanen. Die neunte Forderung: Übernehmt soziale Verantwortung. Als Baubeteiligte gestalten wir nicht nur Gebäude oder Quartiere, wir gestalten das Spielfeld, auf dem sich unsere Gesellschaft der Zukunft entfalten wird. Also setzen wir uns dafür ein, mit zukünftigen Bauvorhaben Gerechtigkeit und sozialen Mehrwert für das Gemeinwohl zu schaffen. Die soziale Verantwortung der Baubeteiligten ist auch auf nationaler bis lokaler Ebene groß. Auftraggebende treffen Entscheidungen oft rein im Hinblick auf kurzfristige Profitinteressen, ohne dabei einen sozialen Mehrwert in Betracht zu ziehen. Die Bedürfnisse der Allgemeinheit, zum Beispiel nach Obdach, Barrierefreiheit, bezahlbaren Mieten, Partizipation und Integration, bleiben außen vor. Auch hier, bauen, bauen, bauen wird uns nicht retten, solange eine Sozialpreisbindung nicht langfristig gewährleistet ist. Bauen hat Folgen wie Gentrifizierung, Verdrängung, Vereinsamung und Verarmung. Boden und Wohnen sollte kein klassisches Wirtschaftsgut mehr sein. Soziales, verantwortungsvolles Bauen muss die Menschen wieder in den Mittelpunkt bringen. Planungs- und Bauprozesse sowie die Nutzung von Stadtraum und Gebäuden müssen dies in Zukunft abbilden und ermöglichen. Dies bedeutet, sich einzusetzen für gerechte Arbeits-, Miet- und Eigentumsverhältnisse, aber auch
für eine Ermöglichung vielfältiger Lebensmodelle, gesellschaftlicher Teilhabe und individueller Entfaltung. Es gilt, eine Diskriminierung von Minderheiten und sozialen Benachteiligungen zu verhindern. Der Mehrwert, der durch Baumaßnahmen entsteht, darf nicht nur den Auftraggebenden zum Vorteil dienen, sondern auch den NutzerInnen, dem Stadtraum und der Allgemeinheit. Und darin liegt die Chance, soziales Miteinander, Integration und Gemeinschaft zu fördern und durch Maßnahmen im Quartier soziale Verantwortung zu übernehmen. Kommunen können durch Bodenpolitik und gezielte Förderung gemeinwohlorientierte Kräfte stärken und müssen das Wohnen nicht ausschließlich dem Markt überlassen. Und nicht zu vergessen, wir haben auch eine Verantwortung über den nachfolgenden Generationen. Unser heutiges Zögern und Nichthandeln, das zahlen schon unsere Kinder, von unseren Enkeln ganz zu schweigen. Wenn dann davon gesprochen wird, dass wir uns die Anpassung zur Klimaneutralität nicht leisten können, es ist ausreichend belegt, dass das Nichthandeln uns teuer zu stehen kommen wird. Viel teurer als jede Investition, die wir jetzt pro Klima- und pro Umweltschutz tätigen. Die 10. Forderung, plant integral. Für eine Bauwende brauchen wir eine Planungskultur, die auf gemeinsame Verantwortung gründet, bei der alle, die für ein Projekt relevant sind, von Beginn an integral auf Augenhöhe beteiligt werden und im Sinne einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit an einem Strang ziehen. Je früher wir miteinander sprechen, desto eher lassen sich Lösungen finden. Bisherige Planungsmethoden sind noch nicht ausgelegt für die komplexen Anforderungen wie klimapositives, ressourcenschonendes, resilientes und sozial gerechtes Bauen. Konkurrenz, mangelnde Transparenz, eine nicht gelebte Fehlerkultur prägen die heutige Praxis. Hinterfragt alte Strukturen und lasst uns kooperativ zusammenarbeiten. Alleine können wir die Bauwende nicht umsetzen, aber gemeinsam schaffen wir das. Hierbei spielen auch die Nutzerinnen als Expertinnen eine entscheidende Rolle. Je nach Schwierigkeiten des Projektes kann ein Zusammenwirken mit Expertinnen aus bisher wenig integrierten Bereichen anspruchsvolle Planungsprozesse entlasten und die Realisierung unterstützen, wie zum Beispiel Baubiologie, Ökologie und Soziologie, Lebenszyklusbetrachtung oder alternative Geschäfts- und Finanzierungsmodelle. Dies kann in interdisziplinären Planungsteams, der Etablierung von Partizipationsprozessen, der Ermittlung der tatsächlichen Bedarfe sowie der Digitalisierung der Planungsprozesse umgesetzt werden. Oft ist es von Vorteil, das Handwerk schon in den frühen Planungsphasen zu beteiligen, insbesondere um die neuen Herausforderungen im Bestand und mit wiederverwendeten oder natürlichen Baumaterial zu meistern. Eigentlich klingt es so logisch und leicht. Warum ist es denn heute noch nicht gelebte Praxis? Was sind die aktuellen Hürden? Wir haben erste Lösungsvorschläge entwickelt und laden alle Vertreterinnen aus Wissen, Politik und Wirtschaftlichkeit sowie Verwaltung ein, diese gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln. Auch wenn die großen Stellschrauben in der Politik und Wirtschaft umgelegt werden müssen, ohne Druck und Willensbekundung der Gesellschaft wird sich nichts bewegen. Das heißt, wir sind alle gefragt, unseren Beitrag zu einer zukunftsfähigen Welt und Gesellschaft zu leisten. Als Planende und Projektentscheidende tragen wir eine große Verantwortung für die gebaute Umwelt, die uns umgibt und dafür, wie wir sie in Zukunft miteinander leben wollen und werden. Das nachhaltige Bauen muss raus aus der Nische und zum neuen Normal werden. Es ist möglich, ästhetisch, wirtschaftlich und konstruktiv, und es ist nötig, gesellschaftlich und klimatechnisch. Die Bauwende ist entscheidend für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und diese wiederum entscheidend, wie zukunftsfähig und lebenswert unsere Umwelt sein wird. Es ist ein riesiges Thema. Es reicht nicht jetzt einfach, ein bisschen mehr mit Holz zu bauen oder Ölheizungen zu verbieten. Es reicht auch nicht, die Verantwortung auf den einzelnen Bürgerinnen abzuschieben, sondern es braucht schnelle Hebelumlegungen an vielen Stellschrauben, damit die Bauwende gelingt, rechtzeitig. Wir sind alle aufgefordert. Es braucht alle, es ist möglich. Und das kann auch bei aller Sorge viel Spaß machen. Die wichtigste aller Forderungen: bildet euch und engagiert euch. Gerne natürlich mit uns. Wir freuen uns also über Ihre oder eure Kontaktaufnahme und den Austausch. Natürlich auch über die aktive Mitarbeit oder die finanzielle Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.